herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hof Bergmann im LS19. So, wir haben letztes Mal die Traktoren verkauft, unseren großen Drescher geholt und werden jetzt anfangen, Feld 2 mal zu ernten. Damit wir auch ein bisschen vorankommen. Geld haben wir noch einiges. Saatgut, Sämaschine haben wir gesehen, ist jetzt nicht so pralle. Also da müssten wir eventuell nochmal nachhelfen. Was jetzt einfach die Größe angeht. So, hier lassen wir natürlich das Stroh aufs Feld rieseln, weil das wird man auch brauchen. Wir wollen Kühe, wir wollen Pferde, wir wollen Hühner, wir wollen Enten, wir wollen Schafe, wir wollen Schweine, Pferde, alles was so geht. Und dafür brauchen wir dann natürlich auch das Stroh. So. Dann wende ich hier gerade mal. Werde hier der Telferli starten. Hallo? Rückwärts. Vorwärts. Rückwärts. Jetzt. Ich bin mal gespannt, wie der Helfer hier auf dem Feld. Achso, nee, warte mal. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier jetzt dann Helfer zu starten. Das ist nämlich zu krumm, das Feld. Der wird dann ein bisschen kirre werden. Vielleicht hier dann. So. Probieren wir es einfach mal aus. Ob der richtig fährt. Siehst du, wenn er geradeaus geht. Das passt. Nehmen wir den Fendt hier noch, holen einen Ladewagen instant. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo einen Strohlager habe. Was ist denn das hier? Ist das hier eventuell direkt sogar das Strohlager? Strohgebläse, jawohl. Und wie viel passt da rein? Strohgebläse anschalten. Wie viel passt denn da rein? Keine Kapazitätsangabe, oder? Nee. Nichts da. Na dann gucken wir einfach mal, wie das dann funktioniert. Weil ich habe noch keine Ahnung. So, den kleinen Ladewagen kriegen wir recht flott voll, denke ich. So ein Babyanhänger, aber wir wollen hier auch jetzt nicht, also ich hätte ja noch viel mehr Fahrzeuge verkaufen können, um dann noch ein bisschen größer zu starten, aber das wollte ich jetzt auch nicht. Also übertreiben wollte ich jetzt nicht. So, Drescher ist auf dem Rückweg, der wird wahrscheinlich zwischendrin voll sein. Bin mal gespannt, wie das mit dem Strohgebläse funktioniert.
kommt einiges an Stroh zusammen. Naja, schauen wir mal. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Warte mal, hier ist doch Kühe. Okay, kann ich dann hier irgendwo Stroh reinkippen? Müsste hier eigentlich können. Oh, da steht noch so eine. Wir haben zwei von den HKD. Oder TKD. Ich dachte, wir hätten nur einen. Was hier? Können wir das nicht, weil es uns nicht gehört? Oder wie schaut das aus? Doch, das gehört uns. Aber ich weiß nicht, was das ist. Wo kriege ich denn jetzt das Stroh rein? Einfahrt gibt es ja eigentlich keine. Ah, warte mal, hier doch Weidezaun öffnen. Weidezaun öffnen, okay. Und dann? Mach ich da jetzt einfach rückwärts rein oder was? Hier abladen. Wo kriege ich jetzt das Stroh weg? Das ist wahrscheinlich eigentlich der Futterdruck, der Wasserdruck. Drescher hat einen vollen Kontank. Bin ich ein bisschen überfordert. Ah, das ist nur der kleine Strautmann. Den wollte ich doch gar nicht, den Anhänger. Der ist viel zu klein. Stellen wir gleich mal wieder weg. Ich wollte schon den großen TKD. Ich würde gerne wissen, wo ich das Stroh hier abladen kann. Vielleicht ganz hinten drin. Oh. So, jetzt haben wir den richtigen dran. Ja, dass der Helfer ja nicht ganz klar kommt, das ist, denke ich, verständlich. Aber da werden wir uns dann irgendwann drum kümmern. So, jetzt probiere ich erstmal das Problem mit dem Stroh hier zu lösen. Ich fahre jetzt einfach mal hier rüber und überall nur hier abladen und kein Trigger. Und auch hier nicht. Nee. Keine Ahnung. Dann probiere ich es mal in das Strohgebläse einzuführen. Gucken, ob das klappt. Warte mal, hier war doch auch irgendwo was, gell?
Ballenlager bedienen. Lagermodus ausschalten. Ballenauslagerung. Wie jetzt? Hey. Sind das jetzt Ballen, die bei mir im Lager sind, oder sind das Ballen, die einfach nur dekomäßig da liegen? Gute Frage, oder? Ich habe nämlich keine Ahnung. So, im Grunde müsste man das hier abkippen können. So wäre mein Verständnis. Und dann wird es hochgemacht. Strohgebläse bedienen, Motor starten. Gebläse anschalten. Was passiert denn, wenn ich das jetzt hier ablade? Der hat es hier reingezogen. Also du musst wirklich dahin abladen. Krasser Scheiß. Also, wenn wir da dann gucken. Wird es hier reingekippt. Okay. Aber wie groß ist die Reichweite? Also wie weit geht es? Okay, der ist jetzt auf jeden Fall eine Weile beschäftigt. Dann kann ich hier, glaube ich, nochmal abtanken. Aber das dauert ja ewig, bis der voll ist. Bin ich mal gespannt. Gut, wir werden das schon irgendwie alles rausfinden. Schön, dass du ganz hinten anfängst. Freut mich. Ich will gerade mal gucken, wegen dem Strohlager. Es wird hier gar nicht aufgeführt. Ich dachte, das steht da vielleicht drin. Dann wäre es für mich eindeutig erkennbar gewesen. Naja. Schon mal 20.000 Gerste. Ich vermute aber, ich werde den Ladewagen verkaufen. Ich brauche da was Größeres.
Sprauchte an größeren Ladewagen. Mit dem kleinen Strautmann kommst du da nicht weit. Vielleicht wenigstens den Bergmann, der hat. Oh, was kann denn der alles laden? Was ist denn das für ein Symbol? Kenne ich gar nicht. Scheiße. Blödsinn gemacht. Nicht so viel im Shop rumgucken, während man fährt. So, warte mal, hier waren irgendwo... Was haben wir hier? Schweine? Warte mal, ich muss mal gerade schauen, was denn der Schweinefutter-Mischdinger will. B. Kartoffeln und irgendwas aus dem Ding. Okay. Muss ich mir alles mal genauer mit beschäftigen. Was denn alles, welches Tier braucht denn welches Futter? Theoretisch. Ja. So, kann ich das jetzt hier? Ah ja, okay. Oder? Irgendwas hat sich gerade verändert. Ja, abladen wird zu Abdeckung schließen. Muss ich da jetzt wirklich um die Ecke fahren? Bin ich hier gezwungen, wirklich mit dem Gator hier das Zeug hin und her zu fahren? Achso, nee, ich kann ja hier noch nicht abladen, weil ich habe ja noch nichts gekauft. Genau. Dann, hier gibt es Enten und Hühner. Ich würde mal sagen, ich kaufe 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 weiße Enten. Zehn braune und 10 schwarze. Dann kaufe ich noch einen Hahn. Dann kaufe ich noch 10 braune Hühner. Ich hoffe mal, das passt alles. 10 schwarze Hühner. Wir machen hier einen bunten Mix. Und weiße Hühner, auch 10 Stück. So, das heißt, wir haben 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 Hühner und Enten. Oh Gott. So, ich kann hier aber immer noch nicht abkippen. Dafür auch erst Futter herstellen? Normal ja nicht. Würde ich jetzt nicht annehmen. Ich bin fast drin. Ah, warte mal, da links steht Futter. Da steht so ein Big Pack.
Noch mal kurz gucken. Hier. Hühnerfutter. Ja, aber wo kann ich denn jetzt hier unsere Hühner füttern? Jetzt schon. Okay, warte mal. Ich habe hier irgendwo, müsste doch so ein Silo sein. Ist das da hinten unser normales Silo? Was ist denn hier? Das ist mir jetzt schon viel zu viel wieder von Fermenter. Ne, das ist sowas wie ein Ding. Wie ein Silage. Ja, aber wo tue ich denn jetzt das komische normale Zeugs hier rein? Hier vielleicht? Ne, das war der Heutrockner. Vielleicht? Ja, ich habe keine Ahnung. Das wird ja typisch für mich. Ich verstehe es nicht. Ah, Seedmaster. Hier können wir das Saatgut auf jeden Fall mal produzieren. Fällt mir gerade so ein. Dann sehe ich vielleicht auch, wie hier es aussieht, wenn man Zeug abladen kann. Aber warum? Wenn ich da dran stehe, heißt Abdeckung schließen. Muss ich das alles von oben befüllen oder was? Muss ich das nebendran reinhauen? Ich habe keine Ahnung. Tut mir wirklich leid, Leute. Ich stelle mich an wie der erste Mensch. Ja, abladen. Ah, vielleicht kann ich das. Warte mal. Seedmaster anschalten. Vielleicht muss man immer erst die Maschinen starten. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung. Naja, aber das werden wir vielleicht bis zur nächsten Folge geklärt haben. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.